Was geht, Cory hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Ja, ich weiß, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht, aber ich bin jetzt zurück und heute bringe ich euch die 12 Apostel, aka die 13 Apostel und deren unglaubliches Leben. Also erstmal möchte ich natürlich ganz klar zeigen, was lesen wir in der Bibel über diese Person, aber ich möchte auch ein bisschen weitergehen und zwar, wie haben die eigentlich nach der Bibel gelebt und wie sind sie am Ende gestorben? Denn die meisten, wie wir wissen, sind an einem Märtyrertod gestorben auf grausame Art und Weise. Und das ist auch ein bisschen so ein Beweis für uns, dass die sich das nicht einfach ausgedacht haben, weil wer denkt sich etwas aus und lässt sich dann dafür töten? Ein Disclaimer, den ich sagen muss, ist natürlich alles, was außerhalb der Bibel ist, ist nicht kanonisch und wir würden auch nicht eine tiefe Lehre daraus ziehen. Aber manche Sachen wurden so überliefert und wir könnten schon so sagen, ja, so oder so sind sie passiert, aber wir sind uns da nicht 100% sicher. Klar würden jetzt die Fakten alle ein bisschen zusammen komprimiert sein, weil ich möchte alle 13 Apostel hier in diesem Video durchmachen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich für jeden ein einzelnes Video mache oder für die Großen ein einzelnes Video mache, aber ich habe mir gedacht, hey, mein Channel ist sehr einfach gehalten, also mache ich alle 13 in diesem einen Video. Aber ja, bevor ich zu viel drumherum rede, fangen wir an mit Andreas. Und wir lesen in Johannes 1,44, dass er aus Bethsaida kommt, einer Stadt in Galiläa, dass er der Bruder von Simon Petrus ist und dass er Fischer ist oder Fischer war. Andreas hat gehört, dass da jemand draußen ist, also Jesus unterwegs ist, von Johannes der Täufer. Vielmehr lesen wir eigentlich von Andreas nicht in der Bibel und dann kommen wir zu den Apokryphen oder von den Erzählungen, die nach der Bibel gekommen ist. Und da sagt man, dass Andreas noch weiter das Evangelium verkündet hat. Und zwar soll er in Griechenland, in Mazedonien, in der Türkei, also heutigen Türkei, soll er überall das Wort verkündet haben. Und man liest auch von vielen Wundern, die er getan hat. Zum Beispiel liest man auch, dass er jemanden vom Tode auferweckt hat. Und dann liest man noch in früheren Traditionen, dass Andreas eine Frau eines römischen Statthalters bekehrt hat und sie dann zum Glauben gekommen ist und dann aber nichts mehr mit ihrem Mann zu tun haben wollte. Und darauf hat der Mann Andreas zu Tode verurteilt. Und er ist auch gekreuzigt worden, aber nicht so wie Jesus an einem T-Kreuz, sondern an einem tatsächlichen Kreuz, also an einem X. Und man sagt auch, dass er nicht mit Nägeln durch die Hände dran gemacht wurde, sondern mit Seilen, so dass er 3 Tage lang dort hängen musste. Aber man erzählt auch noch, obwohl man da ein bisschen kritisch gegenüber der orthodoxen Kirche ist, dass man das vielleicht im Nachhinein eher hinzugefügt hat, hat er am Kreuz noch das Evangelium verkündet und ein paar Leute sind dann da auch noch zu Jesus gekommen. Nummer 2, Simon Petrus. Und das ist der Bruder von Andreas, ebenfalls Fischer, wie wir in Matthäus lesen. Wir lesen auch, dass er der Sohn des Johannes oder Jona ist. Und er ist auch der Jünger, zu dem Jesus sagt, dass ihr Menschenfischer sein sollt. Außerdem lesen wir weiter das Wunder von auf dem Wasser gehen. Der, wo Petrus gesagt hat, hey, sagt, dass ich rüberkommen soll. Und dann läuft er erst auf dem Wasser, aber dann verliert er ein bisschen an Überzeugung, an Glauben und geht dann unter. Außerdem lesen wir auch noch, dass er bei einer Auferweckung dabei war und er einer der wenigen ist, der auch immer im engeren Kreis dabei ist. Wir lesen in Matthäus 16,16, dass er der erste Jünger war, der Jesus als Messias erkannt hat. Und auch sehr bekannt ist Petrus dafür, dass er Jesus 3-mal verleugnet hat. Und zwar lesen wir das in Matthäus 26,69-75. Also wir lesen so einiges über Petrus und wir lesen auch nach dem Tod von Jesus, dass er eine entscheidende Rolle einnimmt. Wir lesen, dass Petrus in Jerusalem das Wort predigt und noch in verschiedenen Teilen des Römischen Reiches. Wir lesen in Apostelgeschichte 3,1-10, dass Petrus zusammen mit Johannes einen Gelähmten heilen. Wir lesen, dass Petrus seinen Glauben verteidigt, als er vor den Hohen Rat geworfen wird. Petrus ist auch der, der eine Vision bekommt und gezeigt bekommt, dass das Evangelium auch den Nichtjuden gepredigt werden soll. Er ist auch der, der ins Gefängnis geworfen wird und dann durch einen Engel wieder befreit wird.
Aber Petrus ist nicht perfekt. Petrus ist auch der, der sich falsch verhalten hat, der sich erst zu den Heiden hingesetzt hat und mit ihnen ganz normal gegessen hat. Aber als er gesehen hat, dass ein paar Juden gekommen ist, ist er schnell weggelaufen, was Paulus kritisiert hat. Und dann kommen wir zu den außerbiblischen Fakten. Und da sagt man, dass er und Paulus die erste Kirche in Rom gegründet hat. Laut kirchlicher Überlieferung sagt man, dass er unter Nero gekreuzigt wurde. Und man sagt auch, dass weil er es nicht würdig war oder weil er sich nicht für würdig gefühlt hat, genauso zu sterben wie Jesus, hat man ihn kopfüber am Kreuz gehangen. Kommen wir zu 3. Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Oder auch genannt Jakobus der Ältere. Er war der Bruder von Johannes, über den wir gleich auch noch reden, und er war ebenfalls Fischer. Wir lesen auch, dass Jakobus, also Jakobus der Ältere, zu dem engeren Kreis der Apostel gehörte. Also er wurde häufiger mal gerufen, um spezielle Dinge zu sehen. Er ist auch einer der Jünger, der im Garten Gethsemane eingeschlafen ist, obwohl Jesus doch gebeten hat, dass sie mit ihm wachen. Und das ist auch einer der wenigen Apostel, wo wir lesen, dass sie während der Bibel schon gestorben ist. Und zwar lesen wir das in Apostelgeschichte 12, 1 bis 2, wo es heißt, und jene Zeit aber legte der König Herodes die Hände an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, der Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das heißt, seine Story endet hier auch und wir gehen weiter zu Nummer 4. Nummer 4 ist Johannes, der Bruder von Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Und wir lesen, dass er ebenfalls an derselben Stelle von Jesus berufen wird. Wir lesen auch in Markus 3, Vers 17, dass die beiden die Donnersöhne genannt wurden. Und Johannes ist auch einer der Engeren, der mit auf dem Berg war, als Jesus mit Moses und Elia gesprochen hat. In Johannes 13 lesen wir auch, dass Johannes der Jünger ist, den Jesus lieb hat. Und er ist auch der, der beim Abendmahl genau neben Jesus saß und gefragt hat, wer wird dich eigentlich verraten? Wir lesen auch, dass Johannes bei Jesus war, als er gestorben ist am Kreuz. Er ist auch der erste Jünger, der am leeren Grab stand, nachdem Jesus auferstanden ist. Er erkannte Jesus auch als erstes, als er auferstanden ist. Er ist auch der, der Jesus als erstes erkannte, nachdem er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dann lesen wir auch noch weiter, dass Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde und dort hat er die außergewöhnliche Vision bekommen, die wir jetzt in der Offenbarung lesen. Und wenn man dann außerhalb der Bibel nachforscht, ist er der einzige Jünger, wovon man sagt, dass er im Alter gestorben ist an einem natürlichen Tod. Der nächste Apostel ist Philippus, einer der ersten Jünger. Er stammte genauso wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Und als Philippus berufen wurde, hat er noch Nathanael oder Bartholomäus dazugeholt. Und über den sprechen wir auch später. Über Philippus lesen wir zum Beispiel, dass er bei der Speise der 5000 gesagt hat, hey, wir haben nicht genug Geld, um so viel Essen für all die Menschen zu holen. Also er hatte einen kleinen Glauben, so wie alle Apostel zu Beginn. Philippus sagte auch zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du da, zeig uns den Vater? Vielmehr lesen wir eigentlich nicht über ihn. Man erzählt sich, dass Philippus außerhalb Israels missionierte, in Ländern wie der heutigen Türkei oder Griechenland. Und er ist auch wegen seinem Glauben getötet worden. Man sagt, entweder ist er gekreuzigt worden oder an einem Baum erhangen. Und das soll alles in Hierapolis, in Phrygien, also der heutigen Türkei, passiert sein. Wir lesen viele dieser Ereignisse in den Acts of Philip, also sozusagen die Taten des Philippus. Und davon gibt es auch Act of Andrew, Act of Petrus und so weiter und so fort. Also es gibt viele Schriften, wo wir danach noch lesen, was mit denen passiert ist. Auch interessant, kann man mal durchlesen, aber wie gesagt, das ist nicht alles hundertprozentig wahr, nur weil es da steht. Als nächstes sprechen wir über Bartholomäus oder Nathanael. Und er, wie gesagt, wurde von Philippus dazugeholt. Über den kann man wirklich nicht viel sagen. Also er wird basically immer nur erwähnt. Wir lesen in Matthäus, Markus, Lukas und der Apostelgeschichte eigentlich nur, dass er die ganze Zeit aufgelistet wird. Aber eine Sache sehen wir doch, dass Jesus ihn unter dem Feigenbaum gesehen hat. Und weil Jesus das Nathanael sagt, fängt er an zu glauben. Aber
Jesus sagt auch über Nathanael, dass er ein wahrer Israelit ist und dass in ihm kein Falsch ist. Nach der Bibel lesen wir einen grausamen Tod. Er ist nämlich der Jünger, der gehäutet wurde und danach an ein Kreuz gehangen wurde. Traditionen überliefern, dass Bartholomäus in Indien, Ägypten, Persien und weiteren Ländern das Evangelium weitergebracht hat, aber letztendlich auch an einem grausamen Märtyrertod starb. Und siebtens, Thomas. Er ist auch bekannt als Thomas der Zwilling oder der ungläubige Thomas. In Matthäus 10, Vers 3 lesen wir seinen Namen unter einer Liste von Aposteln. Und in Johannes 20, 24 bis 29 lesen wir, glaube ich, die bekannteste Sache über Thomas. Und zwar, dass er nicht geglaubt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber wir können eigentlich nichts Schlechtes über Thomas sagen, denn er war auch einer, der bereit war, mit Jesus zu sterben. In Johannes 11, 16 lesen wir, dass Johannes sagt, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Und Thomas ist auch der, der gefragt hat, hey Jesus, wo gehst du denn überhaupt hin? Weil du sprichst immer davon, dass du weggehst. Und an dieser Stelle sagt Jesus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und außerdem sagt Thomas auch, mein Herr und mein Gott zu Jesus. Wir lesen nach der Bibel, dass Thomas nach Indien gereist ist und dort missioniert hat und da die sogenannten Thomas-Christen entstanden sind. Aber wir lesen auch, dass er in Indien an einem Märtyrertod stirbt. Man sagt, entweder ist er durch ein Speer oder Dolch getötet worden. Achtens haben wir Matthäus oder auch bekannt unter Levi. Er war ein Zöllner, wie wir in Matthäus 9,9 lesen. Ein Zöllner ist ein Steuereinnehmer und er war wohlhabend, aber nicht beliebt. Denn natürlich, wer ist schon beliebt, der dir dein Geld nimmt? Und wahrscheinlich, im Vergleich zu vielen anderen Jüngern, war er auch gebildet. Matthäus ist auch der, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Beziehungsweise er hat es wahrscheinlich seinen Jüngern diktiert und die haben das aufgeschrieben. Und das Matthäus-Evangelium richtet sich eher auf das jüdische Publikum. Denn es enthält viele Zitate aus dem Alten Testament, Prophezeiungen und viele Verheißungen auf Jesus als Messias. Nach Kirchenüberlieferung ist Matthäus nach Äthiopien gewandert, um dort das Wort zu verkünden. Auch er erlitt den Märtyrertod, aber genaue Details variieren. Neuntens haben wir noch einen Jakobus, und zwar Jakobus, der Sohn des Alpheus oder Jakobus der Jüngere. Ähnlich wie Nathanael gibt es nicht so viel über ihn. Er wird in allen Listen natürlich aufgelistet als einer der Apostel. In Matthäus 15, Vers 40 lesen wir, dass er ein Sohn der Maria ist und der Bruder von einem Joses. Manche würden sogar behaupten, dass er der Jakobus ist, der Bruder von Jesus, der auch den Jakobusbrief geschrieben hat. Da ist man eigentlich unsicher und da wird eher darüber debattiert, als dass sich da jemand festlegt. Traditionen sagen, dass Jakobus nach Iran und nach Ägypten gereist ist, um dort zu missionieren und dort auch den Märtyrertod erlitt. Da variieren die Überlieferungen aber. Also entweder ist er in Ägypten gekreuzigt worden oder einer Legende nach ist er gesteinigt worden. Zehntens, Judas Thaddäus, auch bekannt unter nur Thaddäus oder Lebeus. In Lukas und in der Apostelgeschichte wird er aber Judas genannt. Immer diese 2, 3, 4 Namen, da blickt man noch gar nicht mehr durch. Er stellt Jesus eine Frage beim Abendmahl, und zwar, warum offenbart er sich nur den Aposteln, also als Messias? Judas Thaddäus wird auch traditionell als der Verfasser des Judasbriefs angesehen. Dieser Brief warnt vor falschen Lehren, wie so einige Briefe in der Bibel. Über ihn habe ich jetzt nicht so viel gefunden, außer dass er danach nach Mesopotamien und Persien gereist ist, um dort das Evangelium zu verkünden. Und elftens, Simon der Zelot. Über ihn gibt es auch nicht so viel zu sagen. Man kann vielleicht darüber reden, was Zelot war. Also man sagt, er wurde so wahrscheinlich genannt, weil er zu einer radikalen jüdischen Gruppe gehörte, die gegen die römische Besatzung kämpfte. Und das könnte zeigen, dass er radikal im jüdischen Glauben dabei war. Nach der biblischen Zeit soll er nach Ägypten, Nordafrika, Persien, Armenien gereist sein, um dort das Evangelium zu verbreiten.
In manchen Überlieferungen spricht es davon, dass er mit Judas Thaddäus gereist sein soll. Insbesondere, dass sie nach Persien gereist sind und dass das Verkünden des Evangeliums dazu geführt hat, dass sie beide an einem Märtyrertod starben. Und zwölftens, Judas Iskariot. Er ist der, der Jesus verraten hat. Aber erstmal von Anfang an. In Matthäus 10,4 wird Judas auch aufgezählt als einer der Apostel. In Johannes 12, Vers 6 lesen wir, dass Judas die Kasse der Jünger verwaltete. Es wird jedoch angedeutet, dass er nicht so wirklich ehrlich mit dem Geld umgegangen ist. In Matthäus 26 lesen wir auch, dass Judas im Geheimen einen Deal eingegangen ist mit den Hohepriestern. Und zwar sollte er Jesus für 30 Silberlinge verraten. Und dann lesen wir halt weiter, dass Judas die Soldaten zu Jesus führte, ihn mit einem Kuss verraten hat und so die Folter und die Kreuzigung einleitete. Nach dem Verrat lesen wir, dass es Judas reute und dass er das Geld zurückgeben wollte, aber die obersten Priester haben nur gesagt, hey, was kümmert's uns? In Matthäus 27 lesen wir, dass Judas sich erhangen hat, nachdem er das Geld zurückgeben wollte. Aber Lukas schreibt in Apostelgeschichte, der erwarb einen Acker mit dem Lohn der Ungerechtigkeit, stürzte vornüber, platzte mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Eine verbreitete Interpretation ist, dass Judas sich zuerst erhangen hat und dass man, als man seinen Leichnam gefunden hat, schon vollkommen verwest und der ist dann runtergefallen und in alle Richtungen geplatzt. Und der 13. Jünger, der letzte, ist Matthias. Er wurde in einem Losverfahren gewählt, nachdem Judas gestorben ist und sie einen 12. Jünger haben wollten. Es gab nämlich ein paar Kriterien, die jemand erfüllen musste, der wirklich ein Apostel sein kann. Er musste von Anfang an dabei gewesen sein, seitdem Jesus getauft wurde, bis zu seiner Auferstehung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so viele gab, die von Anfang bis Ende dabei waren, aber diese beiden waren dabei und letztendlich wurde Matthias gewählt. Kirchliche Traditionen sagen über Matthias, dass er in Judäa und Kleinasien gepredigt hat, möglicherweise nach Äthiopien oder das heutige Georgien gereist ist, um das Evangelium zu predigen. Kirchliche Traditionen sagen, dass er das Evangelium in Judäa und in Kleinasien verbreitet hat und dann entweder nach Äthiopien oder im heutigen Georgien weiter das Evangelium verbreitet hat. Es gibt zwei verschiedene Berichte, wie er gestorben ist. Entweder in Jerusalem wurde er gesteinigt oder in Äthiopien wurde er gekreuzigt. Aber ja, das war's. In letzter Zeit hat mich viel das Thema fasziniert. Kirchenväter, Traditionen, was ist so alles passiert, nachdem die Bibel? Nur um zu verstehen, zum Beispiel, warum haben wir den Kanon? Und daran arbeite ich auch gerade. Also falls euch das interessiert, vergesst doch nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, was euch vielleicht noch interessiert. Aber ja, bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Corey hier, ihr da, alles klar. Und falls ihr immer noch hier seid, ich habe auf dieser Seite mein Zeugnis, was ihr euch gerne mal anschaut, und auf dieser Seite ein anderes Video, was YouTube euch vorschlägt.